الحمد لله دي شيعة زاجن إما داس علي ابن أبي طالب رضي الله عنه هات داس غيشت دا إمام تسوفيادن نخدم تود فون دم جزنتن الله صلى الله عليه وسلم فزاكت أبا يتست علي داتسو في زين ونز داس هويتان أو سدين كفلن فون دين شيعة في هابن هي داس بوخ نهج البلاغة استعين دي زي فيشتغن بوشة ونت دين شيعة علي ابن أبي طالب نخدي أنزشت فون شيعة زاكت هي أوف دي زنبوخ إزاكت دعوني والتمسوا غيري لاست مش إن غوة ونزوخت أوش يما anderen als ich. Das war genau nach dem Tod von Uthman radiyallahu anhu, die Muslime kamen zu Ali radiyallahu anhu und die wollten ihm Bay'a geben. Die wollten Ali ein Treueid geben. Aber Ali hat einfach gesagt, lasst mich in Ruhe und sucht euch jemanden anderen als ich. Und das widerspricht komplett, was die Schia sagen. Die sagen, nein, der ist der Imam und er muss der Imam sein, weil Allah subhanahu wa ta'ala hat das einfach so offenbart. So glauben die Schia. Aber hier sehen wir es. Ali glaubt was anderes. Also Ali, hätte Ali darin geglaubt, dass er der Imam sein muss, dann musste er diesen Treueid akzeptieren. Er kann das nicht einfach so ablehnen. Habt ihr schon mal von einem Prophet gehört, an die wollen die Menschen glauben und er sagt, nein, glaubt nicht an mich oder lasst mich in Ruhe oder sowas. Das sagen die Propheten nicht, also weil die von Allah subhanahu wa ta'ala geschickt sind. Allah subhanahu wa ta'ala hat sie ausgewählt, dass sie die Propheten sind. So ist es auch ähnlich mit den Imamen bei den Schia. Die sagen, diese Imamen sind von Allah ausgewählt und denen muss man folgen und Allah hat sie zu uns geschickt. Yani. Ali sagte zu ihnen, lasst mich in Ruhe und sucht euch jemanden anderen als ich. Er sagte auch auf demselben Kontext, er sagte, und wenn ihr mich in Ruhe lasst, bin ich dann ein von euch und vielleicht bin ich der am meisten auf denjenigen hört und ihm gehorcht, den ihr für eure Angelegenheit, also für Khilafa, auswählt. Und ich bin für euch ein Berater besser als ein Herrscher. Das sagte Ali selbst. Also Ali hat sich selbst nicht als Imam gesehen, der von Allah subhanahu wa ta'ala geschickt ist und dem muss man unbedingt folgen und der hat einfach seine Imame hier in dieser Stelle abgelehnt nach der Ansicht von Schia und der muss jetzt ein Kafir sein nach der Ansicht von Schia, weil die Schia sagen, wenn du nur einen einzigen Imam unter den 12 Imamen verleugnest, dann bist du ein Kafir, du bist gar nicht Muslim. Yani. Und hier Ali hat einfach seine Imame abgelehnt, der wollte nicht Imam sein, yani. Obwohl die Schia was anderes glauben, subhanallah. Ali sagte auch auf demselben Buch in einer anderen Stelle, Ali sagte, tatsächlich gaben mir die Leute, die Abu Bakr, Umar und Uthman den Treueid geschworen haben, mir den Treueid für das, was sie ihnen geschworen haben. Der Zeuge hatte kein Recht zu wählen, noch der Abwesende das Recht abzulehnen. Die Beratung, ganz wichtig, die Beratung, die Shura, die Beratung war vielmehr für die Muhajirin und Ansar. Muhajirin und Ansar sind Kuffar bei den Schia, möge Allah uns bewahren. Aber Ali sagt hier, die Beratung war für die Muhajirin und die Ansar. Wenn sie sich um einen Mann versammeln und ihn zum Imam ernennen, geschah es zur Zufriedenheit Allahs. Allahu Akbar. Das, was Ali radiyallahu anhu hier sagte, das hat Allah subhanahu wa ta'ala uns im Koran gesagt. Allah subhanahu wa ta'ala sagte es im Koran, وَأَمْرُهُمْ شُورَ بَيْنَهُمْ. Ihre Angelegenheit ist durch Beratung untereinander zu regeln. Und das sagte Ali selbst hier. Ali sagte, diejenigen, die damals Bay'a zu Abu Bakr, Umar und Uthman gegeben haben, das sind diejenigen, die mir Bay'a gegeben haben. Das sind diejenigen, die mir einen Treueid geschworen haben. Und so will Ali sagen, dass seine Bay'a ist legal. Seine Bay'a ist schon okay, weil das ist genau der gleiche Bay'a oder den gleichen Treueid, was damals bei Abu Bakr, Umar und Uthman geschah ist. Yani, subhanallah. Und er sagte, diese Shura, diese Beratung ist für die Muhajirin und die Ansar. Und Muhajirin und Ansar sind Kuffar bei den Schia. Yani die Schia sprechen nicht mal das, was Ali hier sagt, yani, obwohl das in ihren Quellen steht. Yani. Ali sagt auch in derselben Quelle, bei Allah, ich hatte weder einen Wunsch nach dem Khilafa, noch hatte ich einen Zweck nach der Herrschaft. Der schwört bei Allah subhanahu wa ta'ala, dass er keinen Wunsch nach dem Khilafa hatte oder einen Zweck nach der Herrschaft und die Schia sagen, nein, der muss der Imam sein. Das sagte Ali radiallahu anhu selbst. Dann wie könnt ihr sagen, der ist derjenige, der das Recht, der Imam zu werden und er muss der Imam sein, weil Allah hat ihn ausgewählt. Wenn Allah ihn ausgewählt hatte, dann warum lehnte er das hier ab? Warum lehnte das hier alles ab? Das durfte er nicht tun. Yani. Wenn Allah ihn ausgewählt hat und wenn Allah ihm sagte, du bist der Imam, dann wieso lehnte er sowas ab? Und sowas abzulehnen nach der Ansicht von Schia, wie ich das gesagt habe, das ist Kufr bei denen. Wenn jemand sowas ablehnt, das ist Kufr.
سيفر بايدنن يعني نو ان امام ابو سولين انت دين 12 امام اوكي فزولت دين علي ماخن علي زولت داس جلايشتون واس ابراهيم عليه السلام damals getan hatte wen das alles hier richtig wäre was die Schia sagen. Wir sagen nicht das was die Schia sagen richtig, das was die Schia sagen ist einfach nicht richtig يعني. Und ich habe ein Video darüber gemacht vorher, das könnt ihr euch anschauen. Das was die Schia behaupten von der Imame ist einfach falsch, das hat nichts mit dem Islam zu tun. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns ein Vorbild im Koran gegeben. Allah subhanahu wa ta'ala sagt es im Koran: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وأبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Ihr habt doch ein schönes Vorbild in Ibrahim und diejenigen, die mit ihm waren, als sie zu ihrem Volk sagten: Wir sind unschuldig an euch und an dem, dem ihr anstatt Allahs dient. Wir verleugnen euch und zwischen uns und euch haben sich Feindschaft und Hass auf immer offenkundig gezeigt, bis ihr an Allah allein glaubt. Das ist ein Vorbild im Koran für die Gläubigen. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala hat uns Ali als Imam geschickt und Ali weiß das schon, dann sollte Ali das hier als Vorbild nehmen und dann sollte Ali zu denjenigen das Gleiche sagen. Er sollte ihnen sagen, ich verleugne euch. Ich glaube nicht an das, was ihr tut. Aber Ali hat das nicht getan. Ali hat einfach Bay'at zu Abu Bakr gegeben, radiyallahu anhum. Danach hatte er Bay'at zu Umar gegeben, radiyallahu anhum. Danach hatte er Bay'at zu Uthman gegeben, radiyallahu anhum. Ohne Problem. Zu diesen allen hat Ali einen Treuheit geschworen, ohne Problem. Aber die Schia wollen sagen, nein, es gibt doch hier ein Problem. Okay, warum gibt es ein Problem? Weil sie einfach an diese Imame glauben wollen. Auch wenn es nicht mal im Koran steht und auch wenn es nicht mal keinen einzigen Beweis dazu gibt. يعني. Subhanallah. Möge Allah uns bewahren. يعني. Ali radiyallahu anhu hat die Sahaba geliebt und sie haben ihn geliebt, radiyallahu anhu. Ali war immer zusammen mit den Sahaba, der hat immer zusammen mit Abu Bakr, Umar und Uthman gekämpft gegen die Ungläubigen ohne Problem. Ali war ein Berater in der Zeit von Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Und das, was die Schia heutzutage behaupten, hat nichts mit der Realität, mit der Wahrheit zu tun. Die Realität sagt was anderes und die Schia glauben was ganz anderes. Möge Allah diejenigen unter den Schia recht leiten, die nach der Wahrheit suchen, und möge Allah sie dem Koran folgen lassen.